Grüß Gott, Leute, zu meiner ersten Buchempfehlung in diesem Jahr, im Jahr 2011. Und ich kann euch gleich versprechen, ich lege los mit einem echten Volltreffer. Bernie und Chad von Spencer Quinn hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich habe das Buch an zwei Nachmittagen, war das, glaube ich, habe ich es durchgelesen. Aber wie immer vorweg ein paar Worte zur Geschichte. Es geht um Bernie Little. Der ist Privatdetektiv und er arbeitet zusammen mit einem Partner. Der heißt Chad. Chad wiederum ist ein gescheiterter Polizeihund. Und zusammen sind die beiden die Little Detective Agency. Ihr aktueller Fall ist ein ziemlich kniffliger. Die beiden werden beauftragt, ein vermisstes Mädchen zu suchen, ein junges Mädchen. Das Problem an der Sache ist, es ist nicht wirklich klar, ob das Mädchen vielleicht ausgerissen ist oder ob sie gekidnappt wurde. Trotzdem werden eben Bernie und Chad von der besorgten Mutter engagiert und wie es sich für ordentliche Detektive gehört, nehmen sie sich der Sache natürlich an. Ja, ziemlich schnell wird klar, dass der Fall, der sich am Anfang ziemlich einfach angehört hat, nach einem vermissten Mädchen suchen, das vielleicht ausgerissen ist, klingt ja erstmal nicht so dramatisch, stellt sich aber schnell raus, dass die ganze Sache doch kniffliger ist, als es sich angehört hat. Was es mit dem Verschwinden des Mädchens letztlich auf sich hat und ob die beiden Detektive heil aus der Sache rauskommen, das verrate ich an dieser Stelle natürlich nicht. Das solltet ihr selber herausfinden. Stattdessen erzähle ich noch ein bisschen was zum Buch. Die Geschichte wird komplett aus Chads Sicht erzählt, also aus Sicht des Hundes, was schon mal eine sehr spannende und humorvolle Sache ist, weil, wie für einen Hund typisch, verliert Chad schon mal den Faden. Entweder er riecht was Interessantes, dann ist er ganz schnell eben weg von dem aktuellen Gedankenfaden oder ihm läuft eine Katze über den Weg beispielsweise. Auch das ist natürlich sehr schnell interessant. Und ja, so hat er mit diesen typischen Schwächen eines Hundes zu kämpfen. Darüber hinaus verfügt er aber eben auch über die typischen Stärken eines Hundes, wie eben die ausgeprägte Spürnase. Und die ist für einen Detektiv natürlich nicht wirklich schlecht, ganz im Gegenteil. Was sehr schnell klar wird, ist, dass der Autor entweder selber Hundebesitzer sein muss oder er sich wirklich eingehend mit den Verhaltensweisen von Hunden beschäftigt haben muss. Denn es ist wirklich erstaunlich, gerade ich als Hundebesitzer habe in dem Verhalten von Chad sehr häufig meinen eigenen Hund wiedererkannt. Und solltet ihr selber einen Hund haben oder mit Hunden groß geworden sein oder was auch immer, dann wird es euch vermutlich ganz ähnlich gehen und das steigert den Spaß an diesem Buch nochmal erheblich. Aber auch wenn ihr Krimis an sich mögt, solltet ihr unbedingt einen Blick riskieren. Solltet ihr Hunde und Krimis mögen, dann werdet ihr Bernie und Chad lieben und ihr könnt euch den Blick vorab sparen. Ihr könnt das Buch wirklich dann blind kaufen. Ich empfehle es auf jeden Fall ganz dringend. Bernie und Chad von Spencer Quinn erschien bei Penhaligon. Ich bin dann jetzt hier raus und ihr seid im Bild. Wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut, bis dahin. Adios, ciao.